unser neuer Trainer. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Hier ist wieder euer Fritz Miloni. Und es geht weiter mit der Folge 003, denn wir spielen ja immer jeden Montag eine Folge von dem 1860 Koop. Fünf Spiele immer in einem Video und das immer um 21 Uhr am Montag. So, gehen wir mal den Spielplan an, der uns jetzt bevorsteht. Letztes Spiel war gegen Erzgebirge Aue gewesen. Und jetzt kommen die nächsten Spieler. Da ist einmal Ingolstadt. Dann haben wir den Halleschen FC. Werl. Ulm. Nummer 1, 2, 3, 4. Und dann kommt Dynamo Dresden. Das sind die Spieltage, die uns jetzt erwarten. Ingolstadt, Halleschen FC, Werl, Ulm und Dynamo Dresden. Und wir stehen im Moment in der Tabelle auf Platz 4. Die anderen Kollegen, Pieradatz, Kai, Markus, da müsst ihr auf die Kanäle gehen. Das ist immer bei mir verlinkt. Da könnt ihr einfach drauf gehen und dann könnt ihr schauen, wie die dann stehen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder beim nächsten Spieltag. Sportfreunde, das nächste Spiel steht an. Das Bayern-Derby 1860 München trifft auf Ingolstadt. Und Planet Football berichtet, etwas gegen leichten Favoriten Ingolstadt zu holen. Also Ingolstadt ist hier leichter Favorit. Gott sei Dank kommen einige wieder zurück von Verletzungen. Ja, wir stehen auf dem fünften Platz aktuell. So, wir schauen erstmal, wer in die Mannschaft reinkommt. Sulimani, ja, Lackenmacher setze ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, die Mannschaft steht. Ich würde mal sagen, dass wir mit ausgewogen auf jeden Fall beginnen können. Der Gegner. Ja, Teströ ist ein gefährlicher Stürmer vorne. Mal gespannt, wie die Co-Trainer das einstellen. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Spiel. Auf geht's. Ich will nur noch mal was bei der Einstellung ändern. Schön, dass Quadro heute in der Startelf zu finden ist. Das sind so hier die Meinungen. So, da sehen wir die Mannschaften eingeblendet. Wie sagt Teströ, ein gefährlicher Stürmer vorne drin. Bei Ingolstadt. Wir sind auch schon in Verhandlungen, was die Wintertransferphase betrifft. Da haben wir schon einige auf der Auswahlliste drauf. So, jetzt will ich aber mal hier gucken. Ja, solange das hier läuft, kann ich noch nicht eingreifen, aber jetzt kann ich eingreifen. Und zwar, wir haben ja hier erweiterte Highlights. Entscheidende Highlights, umfassende. Ich denke, ich entscheide mich für entscheidende Highlights. Dann ist das ein bisschen kürzer, aber wir sehen immer noch 3D. So machen wir es. Ja, ich muss immer gucken, dass ich so auf eine Stunde das Video hinbekomme. Vielleicht auch ein klein bisschen kürzer. So, Guttau. Er kämpft sich hier den Ball, aber verliert ihn auch gleich wieder. Ingolstadt ja der leichte Favorit hier in dem Spiel. So, ich gehe nochmal direkt nochmal rein. Ja, haben wir gesehen. Müssen nochmal Umstellungen vorgenommen werden. Das machen wir auch. Und das ist Abseits.
Hiller, der ja bei den anderen Kollegen ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Also ich bin mit ihm zufrieden. Bis jetzt eigentlich gute Leistung. Tanat! Und ich dachte, der wäre drin. Ich wollte schon gerade sagen, ein wunderschöner Schuss genau in dem Winkel, aber leider war er nicht drin. Und wieder ist Hiller dazwischen. Verhindert, dass hier der Einschuss gelingt. Und da bin ich erstmal froh und kann durchatmen. Das war nicht einfach. Na, Ingolstadt, so wie ich es gedacht habe, meistens im Ballbesitz. Aber jetzt Lackenmacher, der mein Vertrauen genießt. Sulimani, Steinhardt setzt sich auf links durch, kann jetzt die Flanke reinbringen und Guttau. Guttau, sein Schuss wird geblockt. Und Funk hat den Ball sicher gefangen. Freistoß für 1860. Starke. Hoher Ball. Starke kriegt nochmal den Ball und er hat ja einen linken gefährlichen Fuß. Das haben wir ja schon ein, zweimal gesehen. Und hier Pfostenschuss und der Nachschuss sitzt. Albion Frenzy macht sein drittes Saisontor. Ich glaube, es war keine Abseitsposition. Wir gehen 1-0 in Führung. Da kann ich doch an der Stelle gleich mal ein Lob für die Mannschaft aussprechen. Und hier war der schöne Einsatz von Starke. Verlat an das Lattenkreuz und dann der Nachschuss von Vrenzi. Einfach unnachahmlich knallt er den Ball ins Tor. 1-0 die Führung. Deströ bis jetzt ganz gut unter Kontrolle, aber da ist eine Chance und das kann leider Hiller nicht verhindern. Aber ich hoffe, dass hier der VAR eingesetzt wird. Das sah mir so ein bisschen abseitsverdächtig aus, aber nee, kommt nichts. Das 1:1 zählt. Ah, Mause macht das Tor hier sehr schön. Ist genau in die Schnittstelle reingelaufen bei dem Pass. Eckstoß, Steinhardt. Ist da, Frenzy. Ah, jetzt gleich von hinten. Die Verteidigung rückt nach bei Ingolstadt. Wird schwer für uns jetzt hier. Wird schwer, aber Hiller wieder mal mit einer Top-Parade. Das müssen wir jetzt überstehen hier. Gleich werden wir die ersten Auswechslungen vornehmen. Und Hiller wieder sehr. Weiter geht's. Wenn wir natürlich selber auswechseln, müssen wir auch immer die Sache vom Gegner im Auge behalten. Ich sage der Mannschaft mal, ich feuer sie mal richtig an hier. Na, kommt gar nicht gut an. Warum? Hiller ist da. Der jetzt frisch ist. Könnte man Tempolauf. Nee, aber der wird gleich geblockt da vorne. Jetzt Sulimani. Und der macht das Ding. Valmir Sulimani. Ich habe ja seinen Vertrag verlängert. Richtig schöner Konter. 2:1 Führung. Hier sehen wir es nochmal. Greilinger. Und Sulimani macht das dann mit dem linken Fuß schön geschmeidig. Schiebt er ihn in die Ecke rein. Super Tor. Kann man auch gleich der Mannschaft wieder ein Lob aussprechen.
So, wir können jetzt noch mal gucken, wie es. Ja, Frenzy müssen wir jetzt rausnehmen. Für Frenzy kann Schröter rein. Dann würde ich noch sagen, Tarnath. Da könnte dann der Rieder. Rieder ist auch ein guter Mann, finde ich. Und wenn es noch geht, ich weiß es gar nicht, dann noch Steinhardt. Aber ich glaube, den können wir nicht mehr auswechseln. Aber wir können es ja mal probieren. Da könnte man den Kahn Kurt für reinbringen. Ne, den kriegen wir nicht mehr. Okay. Jetzt bloß das Ergebnis über die Zeit bringen. Das wäre mega Erfolg im bayerischen Derby hier. Aber ihr wisst, wie schnell das hier im Fußball gehen kann, wie schnell ein Konter erfolgreich abgeschlossen wird. Und Hiller, Hiller ist da. Auf ihn kann ich mich verlassen. So, die Wechsel sind vorgenommen worden. Das heißt für mich natürlich wieder schauen, ob der Gegner da auch was geändert hat. Hat er, und da werden wir gleich drauf reagieren. Glocken. Wie viele Minuten haben wir noch? 5 Minuten, 6. Ja. Wir müssen das hier überstehen, aber da. Ah. Was war da? Stand im Abseits, Teströ. Okay. Einmal tief durchatmen. Schröter. Der ist ja noch frisch. Hiller. Auf Quadro. Ein Greilinger. Ah, mit einem Fehlpass, und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. 87. Minute. Wir sind hier noch nicht durch. Flanke kommt. Und Hiller ist wieder irgendwie mit der Hand dran. Toll. Wir sind schon in der Nachspielzeit. 4 Minuten werden nachgespielt. Greilinger kann die Flanke bringen. Und wenn wir jetzt ein 3-1 gemacht hätten, dann wäre es durch gewesen. Und Spielende. Wir haben es geschafft. 1860 München gewinnt. Besten Spieler Sulimani Zainulau und Greilinger Vrenzi. Ich bin erstmal happy. Ich bin erstmal happy. Bin sehr, sehr happy. Und wir haben tatsächlich wieder die Tabellenführung übernommen, aber wir sehen, die anderen haben natürlich noch ihre Nachholspiele. Tabellenführung in der dritten Liga. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder, aber wir gucken mal ganz kurz. Regensburg hat noch nicht sein Spiel gemacht. Sulimani hat jetzt 5 Tore geschossen, bester Notendurchschnitt. Meisten Vorlage haben Starke, Gutau und Schwarz gemacht. Ja, war ein guter Spieltag. Würde ich sagen, bis gleich zum nächsten Spieltag. Und der nächste Spieltag ist jetzt hier der Hallische FC. So, liebe Fußballfreunde, das nächste Spiel steht an. Es gab natürlich immer zwischendurch so ein paar Nachrichten, aber nichts wesentlich Interessantes. Und der Hallische FC berichtet hier Football Radar, leichter Underdog. Da können wir vielleicht ein bisschen offensiver, und Gott sei Dank kommen einige verletzte Spieler wieder zurück. Wir sind auf Platz 4 jetzt zurückgefallen. Rot-Weiß Essen ist auf 3, Sandhausen auf 2 und Dynamo Dresden auf Platz 1. Wir kommen zur Teamauswahl. Ich habe jetzt aber auch einen jungen Mann hochgezogen. Kahn Kurt müssen wir austauschen. Der wird nicht spielen können. Da ist natürlich die Frage. Und zwar mir, ich glaube, das müsste er sein, Lorenz Knöffel. Aber wir nehmen lieber mal ein Dings rein, einen DM-Spieler. So, wir haben gesagt, wir können ein bisschen, also wir gehen kontrolliert rein. Dann würde ich sagen,
Wir gucken uns noch den Gegner an. Spielen in der ähnlichen Ausrichtung wie wir, ne? Dann würde ich sagen, geh mal rein. Ja, ähnlich. Die haben halt zwei Sechser, wir haben einen Sechser. Dafür haben wir zwei Stürmer. Würde ich sagen, auf geht's. Bei mir immer die Spiele in 3D. Das ist jetzt eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Wie ich es damals beim FM13 gemacht habe, dafür schnippel ich dann immer so ein bisschen an den, damit es dann mit einer Stunde hinkommt bei 5 Spielen. So, wir haben ja eingestellt, von den Highlights, dass nur die entscheidenden gezeigt werden. Dadurch sollten die Spiele nicht so lang sein. Und jetzt geht's los. Zeit läuft. Starke kriegt schon gleich die gelbe Karte. Wir spielen in den dunkelblauen Trikots. Aber Halle marschiert. Oh, das wird gefährlich. Eieieiei, den so durchgehen zu lassen, das ist fatal. Das dürft ihr nicht machen, Leute. Da sage ich mal gleich hier, konzentriert euch. Volle Konzentration gleich. Steinhardt wirft den Ball auf Renzi. Tarnath. Und da ist das Ding drinne, weil Mori Schröter von Vorlage von Tarnath trifft und das Tor zählt. Ist ja geil. Sehr gut. So, dann würde ich mal sagen, gleich mal ein Lob raushauen. Jesper Verlaat. Mit dem Eigentor, so wie es hier aussieht. Ich wollte gerade umstellen auf ein bisschen defensiver, aber dann fällt das Tor. Ein Auf und Ab immer wieder. Nochmal der Mannschaft sagen, konzentriert euch. Kann mal passieren, ein Eigentor. Stirbt man nicht von. Quado. Ne, Quadwo. Steinert wieder. Frenzi. Auf Sulimani, der ist sicher im Tore schießen. Und das macht er auch wieder. Sein 6. Saisontor. Wir haben ja seinen Vertrag verlängert. Er fühlt sich hier sehr wohl. Aber da ist er auch ziemlich sicher, ne? Nimmt den Ball an und dann mit dem linken Fuß à la Pierre Radatz, würde ich fast sagen. So, da können wir natürlich jetzt wieder ein Lob aussprechen. So, jetzt ist die Frage, gehen wir... Nein, wir bleiben so stehen. Ich ändere nichts daran. Ich hoffe, Verlaat nimmt das nicht zu schwer, dass er hier ein Eigentor geschossen hat. Das kann, wie gesagt, das passiert dem Besten. Ich weiß gar nicht, ob ich mal in meiner Zeit, wo ich Fußball gespielt habe, im Training habe ich mal ein Eigentor gemacht, aber so im Spiel glaube ich nicht. Kann mich jedenfalls nicht hier dran erinnern. Und Frenzi und Sulimani. Ah, diesmal hat er nicht reingemacht. Schade eigentlich, das wäre sehr, sehr wichtig gewesen, hier mit 3-1 früh in Führung zu gehen. Wir haben Halbzeit. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich hier erfreut bin und wir gehen auch gleich raus. Ich will nur noch mal schauen. So, das haben wir gleich übernommen. Wir sehen bis jetzt ein gutes Spiel von 1860. Schade, dass Sulimani das dritte Tor, was er da auf den Schlappen hatte, nicht reingebracht hat. So, ich glaube, wir werden jetzt die ersten Auswechslungen vornehmen. Schröter hat sich voll verausgabt. Da kommt jetzt rein
Bonga. Den haben wir auch länger schon nicht mehr drin gehabt. Starke kommt raus. Für Starke kommt wieder der Erol rein. Der hat letztes Mal auch ein gutes Spiel gemacht. Frenzy nehmen wir raus. Da kommt der Greilinger für rein. Tarnath nehmen wir raus. Da kommt Tim Rieder rein. Ich weiß nicht, Tim Rieder könnte ich mir noch vorstellen, dass er noch in der Saison noch den Sprung ins Team schafft. So, Wechsel werden bestätigt. Einen Wechsel habe ich mir noch aufgehoben für den Fall, falls sich noch jemand verletzt. Weitschuss hier, aber auch weit am Tor vorbei. Steinhardt. Flanke kommt. Rückt einer nach von uns. Ludwig rückt nach. So, wir können noch mal gerade gucken. Ich würde jetzt gerne noch. Ja, für Ludwig. Weil der gelb-rot gefährdet ist. Aber haben wir da jemanden überhaupt für? Nee, haben wir nicht. Steinhardt. Haben wir für Steinhardt jemanden, den wir reinbringen können? Auch nicht. Da müssen wir tatsächlich vorne, nehmen wir Twarz raus und bringen Lackemacher rein. Der ist nochmal richtig frisch. So machen wir es. Bonga. Bisschen Ballkontrolle im Randmoment von meiner Mannschaft. Greininger mit einer schönen Flanke und da ist das 3 zu 1 von Joel Zwartz. Das ist aber, glaube ich, abseits. Ja, Flagge ist gehoben worden, schade. Er ist jetzt auch rausgegangen, jetzt ist ja Lackenmacher drinne. Da ist Lackenmacher. Der ist eigentlich recht dribbelstark und Ball ist noch heiß. Aber Schulze steht gut. 10 Minuten haben wir noch ungefähr. Ah, schön gemacht. Gut abgelaufen hier. Suleimani hilft hinten aus. Das muss man sich mal vorstellen. Also, Teamgeist bei der Mannschaft ist gut, aber wir sind noch nicht durch. Baumann. Aber Gott sei Dank trifft er hier nicht gut. 6 Minuten Nachspielzeit, das ist viel. Das ist sehr viel. Wir kriegen nochmal eine Ecke. Und Verlaat macht sein Eigentor gut. Und der Ball ist in den Maschen. Und wir führen 3-1. Das ist dann die Entscheidung. Toll gemacht, das ist einstudiert. Ja, und das Spiel ist zu Ende. Wir sehen wieder Spieler, die hier überdurchschnittlich gut gespielt haben. Verlat, Suleimani, dann weitere gute Spieler, Ludwig Bonga, Tarnath, Frenzy mit einer sehr guten Leistung. Ich bin erfreut. Ja, wir rücken wieder auf Platz 2 vor. Wir sehen hier drüben übrigens mal die anderen Spiele. Saarbrücken 3-1 gegen Waldhof. Wir gewinnen 3-1 gegen Halleschen FC. Münster verliert 0-1 gegen Lübeck. Regensburg 1-1 gegen Sandhausen. Das sind ja beide Mannschaften, die da oben sich so ein bisschen bekämpfen. Werl gewinnt gegen Borussia Dortmund 2. Rot-Weiß Essen ist ja auch gut in der Tabelle. 0-0. Und Unterhaching, ein weiterer bayerischer Vertreter, gewinnt 1-0 gegen die Ostwestfalen aus Bielefeld.
Ja, super. Super, super, super. So schaut's aus. Das war jetzt unser zweites Spiel in der heutigen Folge. Wir haben noch Werl, Ulm und Dynamo Dresden. Dynamo Dresden wird natürlich der Kracher am Ende sein. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel. So, das dritte Spiel in dieser dritten Folge. 1860 München gegen Werl. Und hier steht, Münchens Heimvorteil könnte ausschlaggebend sein, wenn es zum Aufeinandertreffen kommt. Ja, wir sind auf dem zweiten Platz und Werl auf dem 14., wenn ich das richtig sehe, ne? Das ist der Spieltag. Ich habe eben noch ein Nachholspiel gesehen. Da hat, glaube, Rot-Weiß Essen war das, gegen Dresden 4:0 verloren. Genau. Teamauswahl. Wrenzi rückt wieder auf rechts. Zwart bleibt vorne drinne. Aber wir haben nicht mehr Lackenmacher dabei. Was ist los? Da ist er. Doch, da ist er. Okay. Dann schauen wir uns den Gegner an. Lokotsch vorne war jetzt zuletzt sogar in der Mannschaft der Woche mit drinnen. Der ist nicht schlecht. Bastian Meier natürlich auch ein interessanter Mann hier. Sessa Wolfram. Wir gehen rein ins Spiel. Wir bleiben in der kontrollierten Ausgangsposition mit dem taktischen Stil Ballbesitz spielen. Auf geht's. Wir hoffen wieder auf Tore von Soleimani und Schwarz. Und das ist unser Gegner hier. Auf geht's, aber bevor ich hier, da gucke ich immer noch mal rein, weil da müssen wir immer, weil manchmal machen das die Trainer, dass sie kurz vor der Aufstellung, also bevor es auf den Platz geht, da noch mal Umstellung vornehmen. Jetzt bin ich gespannt. Wir sind gut in Form jetzt. Die anfänglichen Schwierigkeiten, die wir hatten, sind erstmal überstanden. Mannschaft funktioniert gut. Aber jetzt Werl im Ballbesitz. Machen sie uns ein bisschen schwer, wie ich gerade sehe. Das kann gefährlich werden. Aber Hiller, der, ich bin mal gespannt, wie er bei den anderen Protagonisten hier, Pierre Radatz und Kato und so, wie er da. Weil da ist er ein bisschen in Ungnade gefallen. Das Tor zählt aber nicht. Oder? Doch. Das Tor zählt. Eieieiei, ich dachte, es wäre abseits. Dann noch auf der Linie von Tarnath geklärt. Ja, schwierig. Tor zählt. Ah, blöd für uns. Muss ich die Spieler jetzt mal anfeuern hier. Und Ludwig hat den Ball. Einwurf. Und da ist das 1 zu 1. Julian Guttau, der immer wieder Tore erzielt. Hier sein drittes. Kein Abseits. Kann ich auch gleich mal der Mannschaft gleich ein Lob aussprechen. Aber schön vorbereitet hier. Das ist das Gute an der Mannschaft. Sie reagieren immer wieder gleich. Lassen sich nicht irritieren von einem Rückstand. Oh. Heftig dazwischen gegangen. Und das 2 zu 1. Aber das wird hier Gott sei Dank zurückgenommen. Ich wollte es doch sagen, der war doch wieder im Abseits.
Ja, Lukács ist ein gefährlicher Mann. Das haben wir schon im Vorbericht, habe ich es ja schon gesagt. Der war schon in der Mannschaft der Woche. Ne, ich bin zufrieden, Leute. Ich bin zufrieden. Macht euch hier mal nicht verrückt. Ein 1:1 ist erstmal in Ordnung gegen Ferl. Ich hoffe noch auf Tore von Sulimani. Die Mannschaft wird mir auch immer vertrauter. Ich habe ja auch euch erklärt, ich will aber immer wieder dieses Dazwischenspritzen und uns den Ball wegnehmen. Und das nächste Tor von Lukács, diesmal zählt's. Unangenehm der Gegner heute, unangenehm. Mehr fordern. Wir müssen jetzt auch die ersten Auswechslungen von. Das sind immer dieselben Spieler, die hier ziemlich schnell, was heißt ziemlich schnell, die dann aber einfach irgendwann, weil sie so weite Wege gehen müssen, kaputt sind. Das sind die Außen, die Flügelspieler oft. Auch Tarnath hier, der vor der Abwehr immer steht und agiert. Aber da haben wir mit Tim Rieder auf jeden Fall ein sehr gutes Update. Und ich würde tatsächlich vorne Schwarz noch mal rausnehmen und Lackenmacher hier die Chance geben. Auf geht's, Männer. Ihr habt nichts zu verlieren. Natürlich noch mal beim Gegner schauen. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Glück, dass wir wenigstens den Ausgleich schaffen. Steinert jetzt auch ziemlich platt. Den hätte ich vielleicht sogar eher rausnehmen müssen. Aber gut, ich habe mich jetzt so entschieden für einen offensiven Mann mit Lackenmacher. Und das. Ach! War das Sulimani oder war das Erol? Mit der Chance auf den Schlappen. So, kommt, Männer. Nochmal anfeuern. Die letzten Minuten. Wenigstens einen Ausgleich schaffen. Wenigstens das. Nee. Werl scheint heute stärker zu sein. Und es ist wieder Lokotsch. Der stößt mir ein bisschen auf heute. Ich wusste, dass er sehr gefährlich ist. Deshalb glaube ich in der Torschützenliste weit vorne. Und er macht hier ein Tor nach dem anderen. Und das war die Entscheidung in dem Spiel. Das müssen wir jetzt leider für uns abhaken. Da ist das Spiel zu Ende. Schade. Schade, es lief gerade so gut bei uns. Nein, wütend bin ich nicht. Ich bin enttäuscht, aber Leute, das kann mal passieren. Das kann mal passieren. Wir fallen wieder ein bisschen zurück auf Platz 4, aber wir sind immer noch oben dran und wir haben ja noch das Spiel gegen Dresden. Links sehen wir dann die Ergebnisse, die könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Macht am besten ein Standbild mal und da muss ich aber jetzt nicht alles kommentieren. In diesem Sinne sehen wir uns dann beim nächsten Spieltag. So, es geht weiter mit dem vierten Spiel in der heutigen Folge und das ist jetzt Ulm, der Tabellenzwölfte. Wir sind auf Platz 5, nach wie vor Spitzenreiter Dresden, vor Unterhaching, das wundert mich, und Regensburg. MSV Duisburg ist auch dazwischen gerutscht und Rot-Weiß Essen ist ein bisschen zurückgefallen. Wir gehen zur Teamauswahl und heute entscheide ich mich, Lackenmacher von Anfang an.
spielen zu lassen und ich entscheide mich. Wo ist Bride? Müssen wir mal gucken, wer könnte hier Tarnath ersetzen? Bangert. Keine gute Wahl. Wir lassen das mit Lackenmacher vorne rein. Den Gegner schauen wir uns natürlich an. Ja, das ist jetzt eine Mannschaft, die müssen wir machen. Die müssen wir machen. Auf geht's. Da ist Ulm. So, wir gehen gleich rein und gucken, was die Co-Trainer festlegen, bestätigen das und jetzt geht's los. Viertes Spieltag, nee, nicht viertes Spieltag, viertes Spiel in der Folge 3. 1860 München Co-op mit Freunden. Ich denke mir, dass die anderen besser stehen werden, aber ich bin trotzdem zufrieden, weil ich habe auch ein anderes Ziel. Ich möchte, und das will ich auch gerne in so einem Spiel sagen, ich möchte halt die Jugend hier also aus der Jugend Spieler aufbauen und so vielleicht ein, zwei Spieler pro Saison durchbringen in die erste Mannschaft. Und hier ist Gutau. Der macht das und wir haben ja eine junge Mannschaft. Das hat ja Kai letztes Mal auch schon bei seiner Mannschaftsvorstellung gezeigt. Wir haben junge Spieler schon drinne. Und wenn wir dann noch weitere junge Spieler ranholen, in den Kader mit reinbringen und immer so, ich sag mal, ein Spieler pro Saison, vielleicht auch mal zwei, das wäre toll. Dann brauchen wir diese teuren Transfers nicht und können dann vielleicht mal einen gut abgeben, gutes Geld kassieren und dann so punktuell vielleicht mal einen Star oder einen stärkeren Spieler kaufen. Das müssen wir mal abwarten. Und ich bin gespannt, wie es die anderen dann machen. Wir haben ja gesagt, in der Hinrunde werden keine Transfers getätigt. Erst wenn die Winterpause kommt, dann dürfen wir alle ran und dürfen. Ich habe auch schon einige in der Liste stehen, nur wir haben nicht viel Geld. Und deswegen baue ich erstmal auf die Jugend. Oh, Ulm macht Tempo hier. Ulm macht Tempo. Will ich der Mannschaft gleich mal sagen, hier kommt. Anfeuern. Ja, kommt wieder nicht gut an. Ich weiß nicht, warum das nicht gut ankommt. Es ist auch schön, wenn ein Trainer die Mannschaft anfeuert. Was soll da schlecht dran sein? Aber gut, jetzt sind die Smileys wieder in Ordnung. 1-0 die Führung. Ich bin erstmal zufrieden und wir können so in die Halbzeit gehen. Wollen aber gleich gucken, ob der Gegner irgendwas umgestellt hat. Hat er und wir reagieren sofort darauf. Hoffentlich schaffen wir hier den Sieg. Es wäre jetzt schön, wenn wir noch ein zweites Tor nachlegen könnten. Wir werden gleich frische Spieler auf den Platz bringen. Aber erstmal Ulm. Und da ist es passiert. 1-1. Ich habe es befürchtet. Wir sind noch nicht. Aber. Nee, wird zurückgepfiffen. Der Spieler war knapp im Abseits. Boah, und guckt mal, immer wieder dieselben Spieler, die hier schnell kaputt sind. Da kommt natürlich dann wieder Greilinger rein. Dadurch macht er auch viele Spiele dann auch wenn er von der Ersatzbank kommt. Ich würde mal sagen, wir bringen mal Zwarz hier vorne rein. Starke.
Der Errol wieder, der macht sich da vorne gut und Tarnath nehmen wir raus. Also eigentlich müssen wir fast immer dieselben Spieler rausnehmen, weil der Rieder ist in der Mannschaft drin. Aha, ach, in der Innenverteidigung, der ist vielseitig, der Mann. Aber haben wir denn jetzt noch einen DM-Spieler? Weil sonst würde ich tatsächlich Rieder auf die DM-Position bringen. Und Tarnath können wir dann auswechseln. Dafür käme dann rein Niklas Lang. Flanke auf Rösch, das ist nicht gut. Diesmal zählt das Tor. Nein, es wird auch aberkannt. Wir haben noch mal Glück. Heidewitzka, aber jetzt müssen wir tatsächlich Steiner draußen nehmen, weil Seta, der kann nicht mehr. Der muss auch beim nächsten Spiel vielleicht mal von Anfang an raus. Und da kommt jetzt, kann Kurt für rein. So, der ist drinne, Gott sei Dank. Und jetzt hoffe ich, dass wir durchhalten. Ich sage der Mannschaft, konzentriert euch. Ah, Rieder baut jetzt auch langsam ab auf der Position. Muss er mehr laufen wie in der Verteidigung. Was war das? Das wäre ein super Tor gewesen. Ulm hat noch nicht aufgegeben. Flanke kommt. An die Latte dran. Jetzt ist vorbei. Wir haben es geschafft. Ein knapper Sieg. Ein wirklich knapper Sieg. Aber ich bin froh. Da sage ich sogar mal, da bin ich erfreut. Und wir haben jetzt gleich das schwere Spiel gegen Dresden. Tabellenzweiter gegen Tabellenersten. Oh, das wird heftig. Das wird heftig. Wie sieht es denn jetzt überhaupt in der Tabelle aus? Dresden nach wie vor Tabellenführer. Wir kommen Gott sei Dank nochmal ran. Und wenn wir sie jetzt vielleicht schlagen sollten, und da hoffe ich natürlich drauf, kommen wir noch dichter dran. Unterhaching phänomenal da mit dem dritten Platz. Duisburg auf 4. Sandhausen hätte ich auch nicht mitgerechnet. Regensburg, Viktoria Köln. Rot-Weiß Essen rutscht immer weiter runter. Und in der Abstiegszone Lübeck, das war zu erwarten, Hallescher FC, BVB 2 und Freiburg 2. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Spiel, beim letzten Spiel für diese Folge. Auf geht's. Bis gleich. So, der 10. Spieltag, und das ist somit der letzte Spieltag in dieser Folge, in der Folge 003. Und wir treffen auf den Spitzenreiter. Besser kann es ja gar nicht sein. Wir sind jetzt auf Platz 3 zurückgefallen. Dynamo Dresden ist auf 1. Das liegt aber daran, weil die anderen schon gespielt haben. Ich gucke nochmal, ob es hier irgendwelche Nachrichten gibt. Nichts Besonderes. Was ich aber vorher noch mal machen möchte, man kann ja hier über das Leistungszentrum, war das glaube ich, oder über das Datencenter, ich glaube, über das Datencenter war das, kann man den nächsten Gegner noch mal so ein bisschen studieren. Und was auffällig ist, ist Kutschke, der ein Tor nach dem anderen trifft, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste mit 34 Jahren, aber trotzdem noch für diese Liga sehr, sehr gefährlich. Luca Hermann erreicht in den weit überdurchschnittlichen Statistiken. Das ist er hier. Okay, junger Mann. Flügelspiel. Dynamo Dresden spielt Flügelspiel. Also die werden viel über außen versuchen. Ja, und wie gesagt, vorne Kutschke. Sehr, sehr gefährlich. Wir kommen zur Teamauswahl. Ich lasse jetzt Lackenmacher vorne drinne.
Ich würde jetzt Rieder gerne von Anfang an bringen. Und später dann Tanat reinbringen. Jetzt ist die Frage. Ich kann ja jetzt über Positionen. Nee. Spieleranweisung. Mal gucken, das war Inia, das müsste ja Verlat sein. Das war ihm vielleicht sagen. Anweisungen bearbeiten. Dass er einen bestimmten Spieler deckt und das wäre hier Kutschke, ne? Das wäre Kutschke. Dem soll er jetzt so ein bisschen auf den Pelz rücken. Enger decken. Das machen wir jetzt, das nehmen wir einfach mal mit. Und so können wir jetzt ins Spiel reingehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Letztes Spiel heute in der Folge. Ich bin gespannt am nächsten Montag, wie die anderen dann gespielt haben. Aber das ist jetzt das absolute Topspiel hier. Der Dritte gegen den Ersten. Sind wir schon so weit? Können wir gegen so eine Top-Mannschaft wie Dynamo Dresden bestehen? Wir haben jetzt nur einen Spieler in Manndeckung genommen, das ist Kutschke. Durch unseren besten Verlat in der Innenverteidigung. Bin gespannt. Auf geht's. Natürlich müssen wir, das wisst ihr, immer noch mal gucken, hat der Gegner noch irgendwas umgestellt? Und wir reagieren natürlich sofort darauf. So. Ah, was ich auf jeden Fall noch zurückstellen muss, ich glaube, ah, jetzt knallt schon. Boah, Hiller ist da. So, jetzt hoffe ich, dass wir das jetzt umstellen können. Das können wir umstellen. Ich gehe jetzt von kontrolliert vorsichtig, weil ich gehe mal davon aus, dass wir nicht so viel Ballbesitz haben werden. Erstmal, ich will erstmal sicher stehen. Aber Dynamo Dresden zeigt gleich hier, wer der Chef in der dritten Liga ist. 79% Ballbesitzer, ich hatte es vermutet. Jetzt auf 65. Erster, zweiter, wir sind doch aufgerückt im Moment mit dem 0 zu 0. Und ich bin froh, dass ich Tarnath nachher frisch reinbringen kann. Und jetzt der gefährliche Angriff von Dynamo Dresden. Und da ist das 1-0 durch Luka Hermann. Weil ich kann nicht alle in Manndeckung nehmen. Und du kannst die Spieler auch nicht 100% ausschalten. Heißt dann aber auch für mich, dass wir diese defensive Position jetzt wieder verlassen müssen. Ja, ich habe es befürchtet, dass wir noch nicht so weit sind. So, dann gehen wir aber auf ausgewogen. Umgestellt. Ich hoffe, dass die Mannschaft aus solchen Spielen lernt und dass wir hier zurückkommen können. Aber der Gegner ist natürlich richtig schwer. Boah, da ist das 2 zu 0. Niklas Hauptmann. Das sind jetzt die anderen, die die Tore schießen. Ich denke, so weit sind wir noch nicht mit der Mannschaft. Wir haben uns auf dem zweiten Platz in der Tabelle vorgespielt. Das ist erstmal gut. Sollten wir jetzt hier dieses Topspiel verlieren? Na gut. Shit happens. Es gibt Schlimmeres.
Ja, der Gegner scheint hier alles im Griff zu haben. Schade. Bin ja erstmal enttäuscht, nicht wütend. Wir bringen jetzt mal etwas früher. Nee. Nee, machen wir nicht. Wir bleiben ruhig. Noch haben wir ja genug Zeit, um hier was zu drehen. Ja, wir werden nicht auf Teufel komm raus offensiv spielen. Das werden wir nicht machen. Schön gespielt hier auf Guttau. Und Soleimani macht den Anschlusstreffer. Sein bereits siebtes Saisontor und wir sehen, er hat es eilig. Ah, schön zu sehen, dass die Mannschaft nicht den Kopf hängen lässt. Die Anweisung hier befolgt und wieder ins Spiel zurückkommt. Ja, taktischen Änderungen müssen wir. Aber da will ich die Mannschaft doch mal gleich loben. Zeigen Sie mir schon böse Mienen bei einem Lob. Wir haben doch ein Tor gemacht. Na gut. Ah, Dresden jetzt ein bisschen vorsichtiger. Sind gewarnt durch den Anschlusstreffer. Wir müssen aber jetzt tatsächlich reagieren. Tarnath kommt rein für Rieder. Greilinger kommt rein für Guttau. Schwarz kann auch rechts spielen hier für Frenzy. Und er kommt rein für Dings. Und dann warten wir mal ein bisschen. Ja, Dresden versucht jetzt erstmal so ein bisschen Ballgeschiebe hier zu machen. Und erstmal ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen und dann wieder zuschlagen. Und das machen sie fast hier. Also das war nicht ganz ungefährlich. So, jetzt kommen die neuen, die frischen Spieler rein. Da erwarte ich mir jetzt nochmal ein bisschen Action. Schön gemacht. Aber Dresden behält bis jetzt die Ruhe. Wir stehen jetzt aber besser. Das war ein hartes Einschreiten hier. Lackenmacher kriegt rot. Wir bleiben dabei, aber wir müssen jetzt hier. Soleimani muss jetzt hier in die Mitte ziehen. Und wir brauchen jetzt für Verlad, weil der ist fix und fertig durch die Manndeckung. Kommt jetzt rein Nikolang. Den habe ich mir noch aufgehoben. Schade, das kam jetzt natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt, gerade wo wir so ein bisschen hier das Spiel in den Griff bekommen haben, kommt die rote Karte von Lackenmacher, da müssen wir mit ihm drüber reden. Da hat er nicht nur sich geschadet, sondern uns auch. Ja, und ich glaube, dass das Spiel jetzt dadurch entschieden ist. Aber es gibt nochmal einen Freistoß, Steinhardt. Es gibt nochmal eine Ecke. Will nochmal kurz gucken, ob wir hier jetzt natürlich nochmal was umändern müssen. So, die Ecke kommt.
Erstmal geklärt, aber Ludwig schiebt den Ball gleich wieder nach vorne. Das gefällt mir. Schöne Flanke, aber der geht drüber. Sechs Minuten Nachspielzeit. Ein Königreich wäre noch eine Chance. Wir wenigstens noch einen Unentschieden schaffen, aber nee. Okay. Anständig gespielt, würde ich mal sagen. Lackenmacher müssen wir drüber reden. Das war nicht so gut. Ja, ich bin trotzdem zufrieden, weil wir haben nicht schlecht gespielt. Der Gegner war halt sehr stark. 10 Spieltage. Uns könnte Regensburg noch einholen, wenn die jetzt noch ihr Nachholspiel gewinnen. Aber wir sind jetzt erstmal auf dem dritten Platz und da kann ich mit leben, weil wir sind einen Punkt nur hinter Sandhausen und das wäre ein direkter Aufstiegsplatz. Das kann sich doch sehen lassen. Und von daher alles gut. Alles gut. Ja, Sieg war verdient. Auf jeden Fall. Kann ich mit leben. Wir gucken nochmal bei einem Wettbewerb rein. In der dritten Liga, weil ich will nochmal für euch nochmal die Spielerstatistiken. Stefan Kutschke und Wladimir Suleimani gleich auf mit 7 Toren und Lokonc, der auch uns 3 Dinger reingeschenkt hat. Rutau mit 4 Toren, also das kann sich doch sehen lassen. Spieler des Spiels. Kutschke hier. Torvorlagen. Mit dabei. Ja, rote Karten leider. Lackenbacher auch mit dabei. Höchster Notendurchschnitt. Als Frenzy hier mit dabei. Dann würde ich sagen, Leute, das war's. Diese Folge werdet ihr dann am nächsten Montag sehen. Das müsste der 5.8. sein um 21 Uhr. Geht bitte, also ich habe in meinem Video die anderen Kollegen verlinkt. Da könnt ihr dann direkt drauf gehen, schaut auch bei ihnen rein und gibt ihnen einen Kommentar oder ein Like. Das ist wichtig für den Algorithmus. Und natürlich das Wichtigste, ein Abo, das kostet ja nichts, ne? Also viele wissen das vielleicht nicht. Das Abo ist hier bei YouTube kostenfrei. Und das könnt ihr mir natürlich auch geben. Ich hoffe, das Projekt weckt bei euch großes Interesse. Dienstags können dann immer wieder Ausweichspiele sein, wie ein DFB-Pokalspiel. Also wir machen ja alle im Gleichschritt das Ganze, ja. Immer 5 Spieltage, immer alle gleich. Außer wenn jetzt jemand aus dem DFB-Pokal, ich bin ja zum Beispiel ausgeschieden mit, also gegen St. Pauli, aber die anderen können ja noch drin sein und dann müsst ihr mal Dienstag gucken um 21 Uhr. Außerdem habe ich für euch einen Ablaufplan reingestellt, ja, wie das Ganze hier weitergehen soll mit YouTube und so weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich sage Tschüss und bye, ich bin raus, euer Fritz Smiloni.